Solltest du ein absoluter COD-OG sein und der Auffassung sein, Call of Duty ist ein tolles Game, eine tolle Franchise immer noch und hat immer noch den Namen Call of Duty, wir lieben es verdient, dann solltest du jetzt dieses Video ausschalten. Die nächsten 8 bis 12 Minuten werden ein absolutes Rant- und Hate-Video sein. Und ja, wir haben es gewusst und ja, trotzdem, wie jedes Jahr, hatten wir vor Release ein bisschen Hoffnung und all die Hoffnung wurde zerstört. Ihr glaubt mir nicht? Ihr habt die Beta nicht gesehen, nicht gespielt. Ich zeige euch was. Was war das denn? Ja, jetzt könnte man denken, das ist halt eine Beta, da sind mal ein paar Bugs. Ich will euch ehrlich sagen, Leute, und ich glaube, ich vertrete die Meinung von 99% der deutschen Content Creator, die 1%, die diese Beta und den Zustand vor allen Dingen gefeiert haben, denen ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Oder es sind die absoluten Heuchler. Ich weiß, ihr könnt das auch schon gar nicht mehr hören, aber es muss einfach einmal auch gesagt werden. Und Raptor hat nach 80 Minuten im Stream, glaube ich, die Beta gelöscht. John Rage fragt sich heute noch, warum er sich das angetan hat. Haptic ist in seinem Video völlig ausgerastet und in seinem Stream und ich kann es komplett verstehen. Stylus fragt sich, glaube ich, heute noch, ob diese Beta der Ernst ist von denen. Ich sage nur 6 gegen 6 Red Star, die schlechteste Map aller Zeiten. Noch schlechter als Azir Cave und Piccadilly Circus aus Modern Warfare. Aber es ist ja nur eine Beta, Leute, und in der Beta können ja mal ein paar Sachen falsch sein. Der Release ist ja erst in 7 Wochen und die Games werden ja auch erst in 2 Wochen auf CD gebrannt. Also Sledgehammer Games hat ja noch genug Zeit, um, nachdem sie ja erst 8 Monate Entwicklungszeit hatten, und all dieser Hate, Leute, geht jetzt heute nicht gegen Sledgehammer Games. Das sind ganz arme Menschen eigentlich, die bestimmt auch ganz viel dafür getan haben, und damit dieses Game überhaupt auf einer Konsole erscheint. All der Hate ist an Activision gerichtet. 8 Monate Zeit, und das habe ich im Februar schon mal gesagt, reicht nicht aus, um ein COD auch nur annähernd fertig zu machen. Auch nur annähernd. Ja, hat auch nicht ausgereicht. Wisst ihr, Leute, man kriegt von der Beta bis zum fertigen Game Waffenbalancing vielleicht hin. Vielleicht noch ein bisschen Spawnbalancing. Achso, wir reden von Spawns. Guck mal. Sehr gut. 0 Kills. Guck mal, der macht das gleiche wie wir. Oh, guter Spawn. Was ist das für ein Spawn? Was? Ja, und das war nicht ein Einzelfall. Ich habe das ganze Wochenende, übrigens Platz 1 der deutschen Streamer bei Vanguard. Vielen Dank, Leute. Liegt auch daran, dass ungefähr 99% der anderen Content Creator es einfach nicht gestreamt haben. Trotzdem absolut krass. Gestern Abend, ich glaube, 300 irgendwas Zuschauer. Samstag, Freitag war genauso. Absolut krass. Wenn ihr euch fragt, was ich im Vanguard gemacht habe, schaut hier. Und ja, ihr seht es, Leute, wir haben irgendwann aufgehört, diese Beta und dieses Antesten ernst zu nehmen. Und weil das alles noch nicht genug ist, möchte ich auch noch einmal, das ist der letzte Clip, und dann gehen wir weiter, zeigen, was Activision und Sledgehammer sich dieses Jahr ausgedacht haben, damit der größte Norbert, also wirklich der größte Norbert, der einen Controller, anstatt ihn so zu halten, einfach, der hält ihn so, glaube ich. Ich glaube, dieser Norbert hält so einen Controller so, oder vielleicht hält er ihn auch so und versucht so zu spielen, das kann auch sein, damit der größte Norbert Kills bekommt. Was haben sie gemacht? Eine Feldaufrüstung, die sich Goliath nennt. Goliath ist im Prinzip eine langsame Fernlenkladung, die man nur an der Teilnahme oder für die Teilnahme des Spiels bekommt. Die hat ungefähr 8,5 Millionen HP und hat einen Explosionsradius von einer atomaren Rakete. Damit kann man Menschen überfahren.
Aber ich kann den Hund überfahren. Gutes Spiel. Gut gemacht. Kaufempfehlung. Kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unfassbar. Und nachdem ihr jetzt einzelne Beispiele aus den Streams gesehen habt und Leute, ich habe noch eine Mio oder andere, muss ich euch ganz ehrlich sagen, diese Beta ist das mit Abstand. Die mit Abstand ist das die größte Frechheit, die ich je, also wirklich, ich habe so etwas in der Spieleindustrie noch nicht gesehen. Es ist ganz deutlich, dass Sledgehammer Games seit Dezember, Januar oder Februar an diesem Game erst arbeitet. Sie haben schon 1:1 die Engine von Modern Warfare kopiert. Sie haben 1:1 das Streak-System kopiert. Sie haben die Feldaufrüstung kopiert. Sie haben die Perks kopiert. Sie haben die Waffen kopiert. Sie haben alles kopiert, was schon da war. Und trotzdem war man in der Lage, das schlechteste Game aller Zeiten rauszubringen. Und von der Beta bis zum Full-Release wird hier nicht mehr viel passieren. Man müsste die gesamte Audio bearbeiten, denn, Überraschung, es gab einfach keine Audio. Irgendjemand bei Sledgehammer Games scheint vergessen zu haben, dass man in einem Call of Duty Umgebungsgeräusche hat. Ein Bass hat. Was man hören konnte, war die eigene Waffe viel zu laut und Teammates oder Randoms im Sprachchat viel zu laut. Alles andere hat man nicht gehört. Es waren Gegner 2 Meter neben mir, die ein LMG ohne Schalldämpfer geschossen haben und ich habe nicht gehört, dass diese Leute da sind. Ich musste den gesamten Stream um 300% erhöhen, damit ich etwas hören kann. Und wer jetzt denkt, dass bei sowas ja auch ein Hotfix kommt, also es ist jetzt Montag 18.20 Uhr, ihr seht das hier ungefähr um 19 Uhr, da kam kein Hotfix. Es hat einfach niemanden interessiert. Und wenn ich dann jeden Tag lese, dass sie von Sledgehammer und Activision schreiben, oh, wir würden gern euer Feedback haben. Hier ist mein Feedback. Wenn du 8 Monate Zeit hast, ein Produkt zu entwickeln, was 3 Jahre braucht, cancel es, so wie du es geplant hast, und mach es nächstes Jahr. Ja, du verdienst dieses Jahr mit Sicherheit dann weniger Geld, aber du stellst mehr oder weniger alle zufrieden. Aber der kleine Norbert soll ja eine gute Chance haben dieses Jahr. Also haben sie ein Perk rausgebracht und dieses Perk zeigt Norbert, Dieter und Hans an, wie die Granate fliegt, wenn man sie wirft und wo sie abspringt und wo sie gegenspringt. Ist das nicht Weltklasse? Ich finde das toll. Ich finde das toll, ich finde es begeisternd, ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten. So eine großartige Idee ist das. Dann kommen wir zu den Feldaufrüstungen, Leute. Es gibt Totenstille als Feldaufrüstung. Das bringt leider nichts, denn man hört sowieso nichts im Game. Ob ich Feldaufrüstung habe oder nicht, es ist völlig egal, man hört nichts in dem Game. Der Fortschritt von der Alpha zur Beta liegt bei ungefähr minus 1000%. Die Alpha hat ja sogar noch Spaß gemacht, die Beta auch, aber auch nur, weil man eigentlich nur noch drüber lachen konnte. Dann gibt es als Feldaufrüstung mit schneller Recharge-Time, also man kriegt es schnell, die Splitterschutzweste oder eine Kugelweste oder eine Platte oder wie ihr es nennen wollt, die hat 100 HP. Das heißt, die hat genauso viel HP, wie ihr HP habt. Also habt ihr doppelt HP und ihr kriegt es umsonst. In der S&D-Runde ist das bestimmt geil. Da hat man mit jedem einzelnen Kill in der S&D-Runde eine neue Platte. Weltklasse, kriegt jeder Noob. Dann gibt es das Field Mic. Das Field Mic habe ich sehr häufig eingesetzt und ich kann euch eins sagen, da haben sie leider vergessen, die Funktion einzubauen. Das Field Mic zeigt nämlich keine Gegner an, niemanden, nicht einen einzigen, gar nichts. Es zeigt an, dass es radarisiert, also sucht und das war's. Das heißt, auch dieses Field Mic kann man in die Tonne treten. Dann habt ihr den Goliath gesehen, die beste Killstreak aller Zeiten, was dieses Jahr aber keine Killstreak ist, sondern eine Feldaufrüstung, damit klein Norbert entweder über Gegner rüberfahren kann oder mit dem Explosionsradius einfach eine Nuklear machen kann. Ohne Witz, Leute, mit ein bisschen Glück, das könnte auch eine Herausforderung werden, könnte man im 24 gegen 24 Modus mit Sicherheit mit dem Goliath so einen 15-Mann-Kill machen. Dann kommen wir zu den Maps. 16 Maps wurden uns versprochen, kriegen wir zum Release. Und ich habe von Anfang an gesagt, so wie viele andere auch, das ist nicht nur meins, wenn die nichts in 8 Monaten hinkriegen, wie sollen die denn 16 gute Maps hinkriegen? Und
ich kann euch eins sagen, diese 16 Maps, die sie gemacht haben, sind nicht 6 gegen 6 Maps, sondern 12 gegen 12, 20 gegen 20 oder Warzone Maps. Also allein auf Red Star, der Schneemap, wo die Farben weiß, weiß, grau, grau und weiß sind, könnte man auch einfach 150 Spieler verstecken und es würde trotzdem langsam sein. Dann hat man diese geile Schiffsmap, wo in der Mitte ein riesiges Schiff ist. Auf diesem Schiff können sich um die 98 Spieler verstecken und man kann aus all den Gebüschen in die Nähe vom Schiff gehen und wird dann weggeratzt. Time to Kill und Movement sind die einzigen beiden Sachen, die mir in dem Game bisher gefallen haben. Alles andere ist grottenschlecht. Also wirklich, bei Modern Warfare habe ich eine Alpha nach 2 Stunden ausgemacht, weil da war die Grafik okay, Sound war okay, das Gameplay hat mir nicht gefallen, die Safe Spaces, das Noob-freundliche, all diese Sachen. Die hier, die Beta, habe ich über 20 Stunden gesuchtet. Ich habe alle Waffen durchprobiert, spielt anscheinend. Nur eine kleine Erinnerung. Oh, da ist ein Hund. Hallo, bist du eine Süße? In einer Beta, Leute, kann man Maps kennenlernen, man kann Waffen kennenlernen, man kann Movement kennenlernen oder man spielt wie diese abgefuckten Leute und campt, damit man in einer Beta, wo Stats nicht gespeichert werden und in einem Game, wo durch SPMM hohe Stats auch noch negativ für einen sind, da campt man sich den Arsch ab. Ich weiß nicht, wie oft ich weggecampt wurde, allein auf Red Star bestimmt 100.000 Milliarden Trilliarden Mal. Es ist schrecklich. Aber es gibt auch gute Lobbys, das haben wir im Aktivtest gemacht. Ich habe mich 10 Runden lang live im Stream töten lassen und bin gelaufen wie ein Norbert. Danach hatte ich eine 79er Runde, eine V2 oder fast V2, eine 80er Runde und. Das heißt, Skill-Based Matchmaking ist, so wie wir es kennen, wieder ganz normal drin. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass an diesem Game etwas Gutes zu finden ist, kann ich euch eins sagen. Viele von euch haben ja gesagt, okay, 70 Aufsätze auf einer Waffe ist zu viel, das ist nicht geil. Also habe ich verschiedenste Aufsätze auf den Waffen probiert. Unter anderem ist mir aufgefallen, ich sterbe sehr häufig, weil ich in einen Spawn pushe. Das Spawn-System ist scheiße. Und ich lade zu langsam nach. Also, was macht man? Man holt sich einen Aufsatz, mit dem man schneller nachladen kann. So unter anderem bei der Pizzawerfermaschine, das ist ein LMG, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da steht 63 Schuss Standardmagazin und dann passt auf, 47 Schuss weniger, dafür schnelleres Nachladen. Habe ich aufgesetzt, habe nachgeladen und habe mich gewundert und dachte, das ist doch nicht schneller. Also haben wir im Stream einfach eine Stoppuhr laufen lassen und Tatsache, obwohl es anders da steht, man lädt mit schnellem Magazin langsamer nach als ohne schnelles Magazin, obwohl weniger Kugeln im Magazin sind. Bei der Bar, STG und bei den LMGs gibt es Aufsätze, die euren Rückstoß um 150% schlimmer machen. Ich bin der Meinung, dass die Leute von Sledgehammer anstatt 150% 15,0% meinen oder 15%. Der Rückstoß, und das ist kein Witz, er ging von hier nach da innerhalb von 3 Schuss. Unkontrollierbar, keine Chance. Das heißt, für mich, all diese Sachen, die wir zusammen gesehen haben in dieser Beta, sagen mir 3 Dinge. 8 Monate für ein 8 Monate für ein COD ist nicht ausreichend Zeit, um es fertig zu machen. Nicht mal annähernd, nicht mal um es spielbar zu machen. B, mit diesem Granatenperk und all dem Schwachsinn und die Minimap kann man auch nur mit Perk sehen und Kugelweste und Taktikmaske ist auch in einem Perkfeld, man kann nur eins von beiden nehmen und eine Drohne und Konterdrohne kann man auch nicht gemeinsam nehmen. All diese Entscheidungen haben zu all den Noob-Entscheidungen, die wir sowieso schon ertragen, mit jetzt noch dafür gesorgt, dass jeder Hans-Dieter sich sogar in einer guten Lobby zurechtfindet. Er kann im Prinzip machen, was er will. Er bekommt die Kills geschenkt. Dieses Jahr, Leute, wird ein absolut schreckliches COD. Und normalerweise müsste ich an der Stelle sagen, ich skippe es einfach, so wie ich das bei Modern Warfare gemacht habe. Battlefield kommt, ich freue mich auf Battlefield. Da muss man abwarten, wie es wird. Es kann gut werden. Aber, und viele sagen das nicht, aber ich möchte das ehrlich sagen, ich bin Content Creator und ich mache das hier mittlerweile fast in Vollzeit und verdiene natürlich auch mein Geld damit. Nicht mein Lebensunterhalt, ich arbeite Vollzeit und damit lebe ich und das ist mein Lebensgeld. Aber YouTube, gerade Twitch-Stream, läuft extrem gut. Ich bin da ambitioniert, ich möchte noch mehr erreichen, Twitch-Partnerschaft eingereicht, all diese Dinge. Ich will euch ehrlich sagen, ich kann mir als Content Creator gar nicht erlauben, das COD zu skippen, obwohl ich dieses Jahr noch mehr Lust darauf hätte als in Modern Warfare damals.
Das heißt, wie geht's weiter? Jetzt natürlich am Donnerstag geht die nächste Beta-Phase los. Erstmal Vorbesteller PlayStation, Xbox, PlayStation 4. Dann im Anschluss alle möglichen. Am Samstag und Sonntag ist dann Open Beta sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich werde die Beta spielen. Ich werde Battlefield spielen. Ich würde gerne einfach sagen können, ich skippe es, aber aus YouTube- und Twitch-Sicht ist das eigentlich eine dumme Entscheidung. Auf der anderen Seite, sollte mir das Game nach ein paar Tagen tatsächlich auf den Keks gehen, landet es auf jeden Fall im Müll. Das heißt, ich wollte es gerne einmal ehrlich zu euch sagen. Eine wichtige Sache noch, solltet ihr an der Beta teilnehmen wollen, an der nächsten Beta, gibt es einen super kurzen Trick, den ich euch zeigen möchte. Bevor ihr jetzt aber 70, 80 Euro ausgebt, weil ihr sagt, an der nächsten Beta-Phase möchte ich auch teilnehmen, weil ich der Auffassung bin, so schlecht kann das Game ja gar nicht sein. Mein neuer alter Partner Ineva, Broskis, sind wieder am Start. Wir haben uns auf einen neuen Vertrag geeinigt, der über ein Jahr geht und ich muss sagen, die Konditionen sind sehr, sehr gut für mich. Die Konditionen sind gut für euch. Ineva kennt ihr ja. Ihr könnt aktuell bei Ineva Codes kaufen für die Beta, wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, für aktuell 91 Cent. Ihr könnt natürlich auch meinen Rabattcode eingeben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel PlayStation Guthaben günstig kaufen wollt, könnt ihr das auch hier machen. Ihr kriegt jetzt 3% Rabatt. Das ist bei 91 Cent einfach 1 Cent. Das ist auch jetzt nicht viel. Aber, was euch das sagen soll, gebt lieber 90 Cent aus und probiert es einmal aus, anstatt 70 Euro für das fertige Game. Und solltet ihr jetzt irgendwas anderes haben wollen, zum Beispiel PlayStation-Guthaben. Nur ein kleines Beispiel, das ist ein Online-Marktplatz, das heißt, hier sind die Preise immer ein bisschen unterschiedlich. Eine 75 Euro PlayStation-Karte kostet mit Gebühr aktuell, ich zeige euch das auch noch einmal, 69 Euro. Ihr habt da immer so eine Servicegebühr, das liegt glaube ich daran, dass sie nicht in Deutschland leben, nicht ansässig sind. Mit Rabattcode Chappy kriegt ihr noch 1,95 Euro, das heißt für eine 75 Euro PlayStation-Karte zahlt ihr aktuell 67,08 Euro. Ich kann es euch nur empfehlen, ich habe mir Vanguard, als Content Creator muss ich es mir kaufen, ich habe das von Activision abgelehnt. Ich habe es mir über das Guthaben gekauft und habe mir jetzt ein paar COD-Points noch reingeknallt. Was ich damit mache, weiß ich nicht, vielleicht verschenke ich irgendwann in den nächsten 1-2 Streams einen Battle Pass. Haha, Werbung. Kommt einfach rein in den Stream. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Leute von euch verschrocken. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, dieses Game, der Zustand davon, absolut schrecklich. Ich bin raus. Kuss.